Wenn es an der NATO-Ostflanke zu einem Angriff kommen würde, stehen sie bereit und müssen mit als erstes vor Ort sein. Das Panzerbataillon 393. Zwei Wochen üben die Soldaten für den Ernstfall. Auf dem modernsten Kampfpanzer, den die Bundeswehr aktuell zu bieten hat, dem Leopard 2A7V. Ich darf die Panzertruppe zwei Tage lang begleiten, um aus nächster Nähe mitzuerleben, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf unsere Bundeswehr hat. Truppenübungsplatz Oberlausitz. In weniger als 24 Stunden beginnt das scharfe Schießen auf dem Leopardpanzer, die finale und wichtigste Phase des zweiwöchigen Härtetests. Geübt wird möglichst realitätsnah. Eines der Basics bei der Truppe, tarnen und täuschen, gilt für die Panzer selbst wie für die Besatzung. Ein letzter Blick in den Spiegel, es kann losgehen. Der Zugführer der 4. Kompanie, Hauptfeldwebel Christian, erklärt den Soldaten die anstehende militärische Operation. Vermutete Angriffsrichtung ist allgemein aus Westen angreifend über die Höhe 135. Frühzeitig erkennen, auf weite Kampfentfernung vernichten. 14 Leopardpanzer, also eine Kompanie, werden bei der Gefechtsübung im Einsatz sein. Insgesamt gehören 4 Kompanien zum Panzerbataillon 393. Denn sie gehören zur sogenannten schnellen Eingreiftruppe der NATO, auch VJTF genannt. Guten Morgen, Soldatinnen und Soldaten! Guten Morgen, Soldaten! Augen gerade aus! Mit euch! Oberstleutnant Weißenborn hat hier das Kommando. Die Soldaten sind motiviert von sich aus. Die wissen, was wir für einen Auftrag haben, nämlich in 5 Tagen im schlimmsten Falle loszumarschieren, wenn die NATO anruft. Und da braucht es nicht mehr viel Appell. Da ist jeder in der Lage, da ist jeder in der Übung drinne und jeder will das Beste rausholen. Ein Anruf von der NATO. Für das Bataillon war dieses Szenario lange weit weg, bis der 24. Februar 2022 alles änderte. Russland marschiert in die Ukraine ein. Krieg mitten in Europa. Ab jetzt hat Üben für den Ernstfall eine ganz andere Bedeutung. Geprobt wird mit dem modernsten Kampfpanzer, den die Bundeswehr aktuell besitzt. Der Leopard 2A7V, 67 Tonnen schwer mit einer Reichweite von bis zu 5000 Meter und einer vierköpfigen Besatzung. Sie besteht aus Richt- sowie Ladeschützen, Kraftfahrer und dem Panzerkommandanten. Ich treffe Oberfeldwebel Luca, 24 Jahre alt, seit 4 Jahren Panzerkommandant. Wie ist es, auf dem modernsten Kampfpanzer zu fahren, den die Bundeswehr zu bieten hat? Wie viel PS hast du unterm Hintern? 1500 PS haben wir hier auf dem Kampfpanzer Leopard 2A7V. Ja, das ist schon eine mächtige Sache, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich fühlt sich das, für mich ist das immer schon ein Kindheitstraum gewesen, Panzer zu fahren, beziehungsweise als Kommandant dann auch eingesetzt zu werden. Deswegen finde ich das hier absolut berauschend, wie ein Rausch dann auch. Doch selbst der robusteste Stahlgigant muss mal in die Werkstatt. Bei der Panzertruppe heißt die technische Instandsetzung. Dann am besten hier aufsteigen, hier festhalten, auf der Kettenblende lang und dann aufs Topdeck. Den Leoparden gibt es nicht nur als Kampfmodell, sondern auch als Bergepanzer. Der ist sozusagen der ADAC der Truppe und kann Kettenfahrzeuge jeder Art abschleppen. Wir sind gerade dabei, hier die zentrale Rechenanlage auszubauen für die Bordverständigungsanlage, damit der Kraftfahrer und der Kommandant wieder kommunizieren können, weil ohne das ist das Bewegen des Bergepanzers, aber auch Kampfpanzers nicht möglich. Und während den Panzern in der Werkstatt der letzte Schliff verpasst wird, kümmert man sich keine 2 Kilometer weiter um das leibliche Wohlbefinden der Truppe. Heute auf dem Speiseplan? Heute gibt es bei uns den Klassiker Erbsensuppe und Limo. Man sagt immer so schön, ohne Mampf kein Kampf. Und wir versuchen mit unserem Essen die Moral hochzuhalten. Auf dem Transportpanzer geht es für mich zurück ins Gelände, wo Lukas Besatzung geparkt hat und die Nacht verbringen wird. Während Richtschütze und Kraftfahrer die Kettenspuren des Panzers tarnen, überwacht der Ladeschütze jeden Millimeter der Umgebung. Die Anspannung steigt. Es ist physisch und auch mental wahnsinnig anstrengend. Dazu viel Druck, wenig Schlaf. Wie kommt man damit klar?
Ja, natürlich. Das ist immer eine menschliche Sache. Ne? Jeder Mensch bezieht das anders, jeder Mensch ist da auch anders. Der Mensch kommt auch anders mit Schlafmangel, mit Druck klar. Nur noch wenige Stunden bis zum simulierten Gefecht. Zeit, die Panzer mit Munition zu versorgen. Hier sorgt sie für einen reibungslosen Ablauf. Hauptfeldwebel Beatrice. Also jetzt haben wir gerade erstmal den Kampfpanzer mit Munition versorgt, damit er dann in seine Stellung fahren kann und halt auf den Feind wirken kann, wenn der aufgeklärt wird. Geschossen wird mit scharfer Munition. Scharf ist es jetzt nicht, das ist eine Übmunition, weil der scharfe Schuss kriegen wir so, dürfen wir erstmal nicht. Aber die ist dennoch tödlich? Ja, das ist jetzt auch tödlich. Der Kommandant kommt hoch mit und der andere kommt raus. Mittlerweile wurden die tagsüber zubereiteten Speisen angeliefert. Kurze 5 Minuten, mehr Zeit bleibt nicht fürs Abendbrot. Teller zusammenräumen und ab zurück auf den Panzer, wo die Crew auch die Nacht verbringen wird. Der nächste Morgen. Nach einer kurzen Nacht im Wald geht es für die Soldaten los. Die Panzer rollen auf die Schießbahn und begeben sich in Position. Wir verfolgen das scharfe Schießen aus nächster Nähe. Auf Befehl des Kommandeurs klappen die Ziele auf. Feuer frei. Regiment 53. Nach ca. 4 Stunden außerplanmäßiger Stopp der Übung. Das scharfe Schießen ist jetzt unterbrochen. Grund: Waldbrände. Die Region, der Boden ist extrem trocken. Und jetzt warten wir darauf, dass es weitergeht. Der Treib, Ziel präsentieren oder nicht mehr. Die Feuerwehr steht in den Wartelöchern und will rausfahren. Die Lage ist unter Kontrolle. Es kann weitergehen. Nach rund 8 Stunden ist der Hauptteil des scharfen Schießens absolviert. Zeit für ein Zwischenfazit. Die Kampfpanzer laufen, die funktionieren. Das ist der Riesenvorteil bei diesem Waffensystem. Und wir sind sehr zufrieden insgesamt mit dem Fahrzeug. Während die Panzer für den zweiten Teil der Übung, das Nachtschießen, neu betankt werden, verabschiede ich mich hier von der Truppe. Beeindruckt von der Disziplin, Geduld und Nervenstärke, die Soldaten in diesem Härtetest bewiesen haben.